Ach, Herr Oberst, wir werden wohl nie fertig mit dem Bild. Heute haben wir schon die 20. Sitzung. Wenn das so weitergeht... Nur nicht ungeduldig werden, mein lieber Ballantyne. Sie wissen, wie viel Zeit ein Kunstwerk braucht. Ja, aber Zeit ist Geld. Das sagen die Engländer. Ich bin Österreicher. Und für uns Österreicher zählt die Zeit nicht, verstehen? Nein, das ist zu ernst. Ich sollte fröhlicher ausschauen, finde ich, offener, einfach sympathischer. Sagen wir mehr Heiterkeit, lieber Freund. Was kann man tun, um Sie fröhlich zu stimmen? Wenn der simple Provianttransport heute Ihnen so viel Freude macht, müssten Sie künftig mehr Lebensmittel auf den Weg schicken. Ich habe Sie schon immer für einen gescheiten Burschen gehalten. Ich hatte den Eindruck, die Eskorte war ein bisschen zu groß. Naja, ist schon besser so, wenn Sie Vorsorge treffen. Ganz Mexiko steckt ja voll von Revolutionären. Die werden wir alle schnappen. Keine Angst, wir Österreicher wissen immer, was zu tun ist. Alles ist vorausgesehen, einkalkuliert und genauestens durchdacht. Unaufhaltsam. Jeder Zug ist bereits festgelegt, mit mathematischer Präzision. Wir Österreicher, verehrter Freund, haben einen unbeugsamen Charakter. Und wir halten unser Wort, was auch immer passieren mag. Exzellenz, ich bitte Sie. Treu unserem Vorbild, dem geliebten Herrscher Maximilian von Habsburg, Kaiser von Mexiko. Erlauben Sie. So.